Hallo und herzlich willkommen zum... Ist das der 40. Part? Ich weiß das gar nicht. Aber herzlich willkommen zum entweder 40. oder 39. Part von Let's Play Minecraft. Wir haben ja dieses pornöse Lager schon fertiggestellt und wir müssen ja noch Kisten bauen, ne? Ja. Ich hab kaum... Also so viel Holz habe ich glaube ich gar nicht mehr. Ich wollte auch umsortieren eigentlich, aber... Aber erstmal würde ich gerne die Kisten fertig kriegen. So Rohholz habe ich hier auch nirgends mehr. Nee. Den muss ich noch Bäume verprügeln. Der eine, der stört da noch. Der verschandelt mir die ganze Aussicht. So. Den prügel ich mal weg einfach. So. Was ich nochmal in den Chat sagen wollen würde. Ihr könnt auch mal euch mal ein Thema überlegen, über was ein Thema ich quatschen soll. Das mache ich an mich auch mal gerne. Ja, mit. Ich habe das oben im Titel stehen, ne? Dass ich offline spiele. Also mitspielen kann man hier nicht. Das wird schwer. Wie schon gesagt wurde. Oder jetzt beziehungsweise geschrieben. Man sollte auch mal den Titel lesen, Mama. So. Dann würde ich erstmal die Bäume hier wegzimmern, einfach. Politik. Nee, muss nicht sein, echt nicht. Nee. Das wird schon, also ich habe da, ich meine, ich habe da ein paar Channels, die ich auch gucke, und die reden, die lassen sich über Politik aus. Das reicht mir, das muss ich nicht nochmal haben, nee. Da rede ich auch ungern drüber. Zum einen, weil ich da keine Ahnung von habe. Und zum anderen wird da schon so oft drüber geredet einfach. Ja, über Weiber gut lästern, ja. Warum soll man denn über Weiber lästern? Warum sollte man das? Man kann auch genauso gut über Männer lästern. So. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Sogar sehr sicher. Da will ich nicht drüber reden einfach. Das... Vor allem weiß eigentlich jeder, dass sie Merkel Scheiße baut. Das weiß jeder. Und da muss man nicht drüber reden, einfach, weil es jeder weiß eigentlich. Vor allem der Bundestag, der lässt sich so manipulieren einfach nur. Zumindest von anderen Ländern, die lassen sich so manipulieren dadurch, dass vor allen Dingen lassen die sich so gut manipulieren, weil die wollen halt nicht die wollen halt nicht die Ausländer in Deutschland. Die wollen halt, Deutschland will halt keine Flüchtlinge mehr und da lässt sich Deutschland sehr gut manipulieren, momentan. Das merkt man auch. Aber das ist jetzt auch das Einzige, was ich darüber sagen kann.
Mehr will ich dazu gar nicht weiter loswerden. Mama. Naja. Warte mal. So. So, jetzt muss ich auch mal wieder nach Hause. Und dann wird ein Schlafen gehen. Weil das ja dunkel wird. Da ist noch ein Apfel, den ich gebrauchen könnte. Wie schön das von hier aussieht. Sieht voll schön aus eigentlich. So. Wie sehr bedrückt mich das? Oder ist das an den anderen User gestellt? Also mich bedrückt das nicht. Also mich interessiert das auch eigentlich gar nicht. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Weil ich bin so, ich bin pro Mensch und nicht pro Deutsch. Ne? Ich bin für die Menschen und nicht für die für einzelne Rassen. Weil jeder Einzelne ist ein Mensch. Ob er nur Ausländer ist oder nicht. Oder ob er nur Ausländer ist, Deutscher ist, Amerikaner, Syrer oder was nicht. Oder. Ne? Für mich sind alles Menschen. Und ganz ehrlich, wenn Menschen in Deutschland, wenn Ausländer in Deutschland Scheiße bauen, wird sich so dermaßen aufgeregt. Aber wenn Deutsche in Deutschland Scheiße bauen, die nehmen das alle als normal hin. Immer erstmal auf Ausländer, weißt du? Und das finde ich extrem behindert. Muss ich mal so sagen. Das muss ich einfach mal so loswerden. Wieso mache ich das so? Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will, warum du so sauer bist. Das muss ja jeder selber wissen, eigentlich, warum er sauer ist. Und wenn man sauer ist, dann muss man sich da irgendwie beschäftigen, dass man halt nicht mehr sauer ist oder dass man das halt in den Hintergrund rückt. Ja, gute Einstellung, das ist einfach so. Das ist einfach so. Es gibt auch genug Deutsche, die Scheiße bauen. Im letzten Jahr haben so viele, zum Beispiel in meiner Stadt, haben so viele deutsche Banken ausgeraubt oder hier Tankstellen. Das ist unfassbar gewesen. Einmal die Woche wurde eine Bank ausgeraubt von Deutschen. Aber die Medien, die schieben das alle immer auf die Ausländer. Das ist so behindert einfach nur. So. Ich frage mich, ob ich da. Ich glaube, darüber mache ich auch noch eine, ne? Würde eigentlich hinpassen. Habe ich noch Treppen? Oh, ich habe sogar noch Treppen. Juhu! Das ist schön. Die habe ich ja hier. So. Dann haue ich ihn nochmal drüber. Na, jetzt waren noch ein paar Kisten über, aber ist ja Wurst. Die kann ich ja so machen, wie ich das in einer anderen Map gemacht habe. Hier, Kistenception. Ne, hier habe ich 16 Kisten drin. Dann mache ich das mal hier rein. Die Holzprodukte mache ich hier oben rein dann. Ich würde mir denn auch mal
mit Dings machen wollen. Die stelle ich mir dann fortgeschrittene. Alter, ich spiele schon so lange und dann kriege ich noch Achievements, natürlich. Als ob. Die stelle ich mir dann dahin, da kommt ein Ofen hin, dann geht das schon. Ja, muss nicht zu ernst werden. Ich meine das ja auch nicht ernst. Ich spreche das ja nur an. Ne? Ich spreche das ja nur an. Ist ja alles easy going. So. Jetzt werde ich noch ein bisschen sortieren. Nur beim Sortieren ist so eine Themen ja auch nicht so verkehrt. So, ich muss mir dann einen Ofen machen, einfach. Einen Ofen, Mama. So. Den nehme ich mir dann mit. Dann haue ich den da hinten schon mal rein. Ist zwar jetzt ein bisschen Laufweg, aber was soll's. Was soll's. So, den zimmer ich mir dann hier hin. Essen würde ich denn hier reinmachen. Dann haue ich hier mal das Essen rein. Okay. Blumen um mein Häuschen pflanzen. Ja, kann ich auch machen. Kann ich auch hier machen, aber es kommt alles später. Das ist alles nur Rand. Das sind alles nur Randdinge, die ich gerne machen würde auch. Aber das muss man alles, muss ich alles noch gucken, wie ich das mache. Sand und Stein. Würde ich auf der anderen Seite dann machen wollen. Dann haue ich das alles mal hier. So. Ich müsste mir auch mal Schilder machen, damit ich weiß, wo ich was hingezimmert habe. Das müsste ich mir gleich nochmal machen. Sonst vergesse ich das wieder. Was ich wohin gezimmert habe. Aber hier ist ja dann Dings. Dann kann ich hier noch Sand mit reinhauen. Zack. Schilder. Schilder. Da brauche ich noch Stickies. Die habe ich ja drüben noch. Ich gehe jetzt mal in den Kommentarlesemodus. Auf Multiplayer-Servern war ich auch schon mal, aber ich wurde ja schon eingeladen quasi über YouTube. Aber die sind ja noch am Aufbauen an den ganzen Leveln und da muss ich halt warten. Und wie lange ich schon Minecraft spiele, insgesamt, weiß ich gar nicht. So, ich sag mal, ein Vierteljahr, würde ich mal sagen. Also, ist jetzt nicht ganz so lange. Aber erfahrungstechnisch habe ich mich schon ein bisschen, gesteigert, sag ich mal. So. Ja, man sollte nicht auf fremde Links klicken. Das ist ungeil. Da sollte man auch vorsichtig sein. Auch wenn ich da hinterher bin, dass ich die sperre, oder... Aber... Ich meine, passiert ja auch selten, muss ich sagen. Was ist denn da oben? Das weiß ich noch nicht, das lasse ich mal. Warte mal, ich habe da noch was drin gehabt, ne? Ja, Stein und... Dein...
so steil? Ich bin bescheuert. Wieso steht denn das steil? Gott. Stein. Cobblestone. Sand. So. So. Mach ich hier mal. Kann man. So. Stein. Steinsachen. Die muss ich hier so. Holz. Werkzeuge. So. So. Werbung von YouTube-Kanal. Eher weniger. Weil ich mag das genauso wenig. Ich mag das bei YouTube schon nicht bei mir. Das mag ich überhaupt nicht. So, da sind Holzsachen. Da zimmer ich das mal rein. Achso, hier kann ich auch Holz reinmachen. Holz. Dann geht das mal hier drin. Hier. So. Da können auch die Zäune rein. Die Schilder auch. Naja, aber bin ja auch dankbar für, dass du vorher fragst. Ne? Sollte man ja auch machen bei mir, weil bevor ich sowas lösche, ne, und mich dann ärger, ne, das muss ja nicht sein. Ne? So. Und habe ich hier noch Metall, dann kommt dann andere Zeug noch rein. Dass die eine Kiste schon mal leer ist. So. Die haue ich dann auch noch mit weg. So. Ach Mensch, ich muss bald hier schlafen gehen. Weil vorher sortiere ich dann nur einen einfach. Ich habe hier so viele Kisten. Eigentlich könnte ich eine Kiste nur mit Farbstoff machen. Dann mache ich hier oben. So. Dann hier oben könnte ich dann quasi Papier machen und Leder. Ah ne, Leder mache ich bei tierischen Sachen. Okay. Werkzeuge mache ich denn hinten? Mal Werkzeuge rein. So. Wieso packe ich die Schilder überhaupt weg? Das ist ein totaler Blödsinn. So. Werkzeug. So. Gut. So. Oh, jetzt geht mal schlafen. Ist ja schon wieder dunkel. So. Will ich mal hocheiern und pennen und dann mal ein Schlückchen trinken.
So. Habe ich noch was zum Mitnehmen hier? Kann ich das hier noch? Das Glas kann ich mitnehmen, weil ich schon Glas habe. Metall kann ich auch noch mitnehmen und Dings. Farbstoff kann ich mitnehmen. Die Blumen kann ich zum Farbstoff machen. Porzellansternchen, was? Okay. So, die Blumen, die mache ich dann zum Farbstoff. Zack. Das ist auch grau, ne? Genau. Okay. Vor allem den rosanen Farbstoff, den werde ich auf jeden Fall brauchen. Ich weiß nur nicht wofür. So. Farbe. So. Zack. Zack. So, daneben. Hier würde ich den Metall machen. Ein pinkes Häuschen, ja. Dafür halt zu wenig Farbe und zu wenig Wolle. Sonst hätte ich es gern gemacht. Also, just for fun würde ich das echt mal machen, aber... So, dann nee, da oben würde ich tierische Sachen machen. So. Kann ich zum Beispiel Leder reinmachen. Erde kommt denn woanders noch rein. Bin nur am Sortieren gerade. Das finde ich ein bisschen unschön, aber... Was willst du machen, muss ja gemacht werden. Damit man ein bisschen durchsieht. Hier würde ich dann Glas machen. So. Minecraft ist teuer geworden. Ja, damals hat das ja noch 9 Euro gekostet. Oder fast 10 Euro gekostet. Ich meine, gut, 20 Euro. Was, selbst für 20 Euro ist das okay. Für das, was man alles in Minecraft machen kann, ist das schon völlig in Ordnung. Ich meine, die Entwickler, die arbeiten ja auch noch dran. Mit Updates und alles. Das kann man ja nicht. Naja, bei anderen Spielen kann man das nicht sagen. Ne? Also 20 Euro ist eigentlich nur günstig, muss ich sagen. Manche kosten 50 Euro oder 60. Ne? Ich meine, gut, wenn Minecraft jetzt 60 Euro kosten würde, dann würde ich mir das auch nicht mehr holen, aber. So vom Theoretischen her, also ist das relativ günstig, muss ich sagen. Da kann man echt nicht meckern. Na gut, haben muss man das Geld ja auch erstmal, aber... Wer das denn spielen möchte unbedingt, der kann das ja machen. Kohle. Hier würde ich Kohle reinmachen, aber erstmal würde ich das beschriften. So. Dann zimmer ich mir die Kohle hier mal rein. Die eine behalte ich noch. Die kann ich mir schon mal hier reinmachen, einfach. So. So. Was habe ich denn noch? Stein und Kies und was nicht alles habe ich auch noch hier.
zimmer ich das mal alle drin hier. Bei Sand mache ich extra. Sand mache ich extra. Dann mache ich hier mal eine Sandkiste. Hey, Sandkiste. Das spiele ich ja so gerne drin als Kind. In der Sandkiste. So kann man Sandkiste auch definieren. So. Farbstoff haben wir auch noch. So. Ist eigentlich kein Essen, aber also die Eier, die, ja, weiß ich nicht, deklariere ich zum Essen. Ist da schon was drin? Papier. Okay, mal Papier rein. So. Monster-Items. Da gehört Dings zu. So. Die gehören auch hier rein. Das auch. So. Eine Sandburg, ja. Eine Sandburg kann man auch nicht so einfach bauen. Ja. Weil der Sand, der fällt ja runter. Ich hab Dings vergessen. Das muss auch noch werden hier. So, was habe ich denn noch? Na, die Äxte, die kann ich noch gebrauchen nachher. Ja, die Fackeln würde ich... Ich benenne das mal um hier gerade. So. Dann haue ich die mal hier rein. Mir reichen zwei. So. Stickies, die brauche ich erstmal auch nicht. Die mache ich dann oben rein. Warte mal. Brauchst du so noch Schilder? Na ja. Vor dem Holz mit S geschrieben. Aua. So. Ich gucke manchmal in den Chat. Nicht, dass ihr da euch fragt, Mensch, was macht der da? So. Dings habe ich noch. Zack. 8 Leder. Können wir schon ein paar Bücher machen eigentlich. Das lasse ich erstmal. Mal später alles. Die können da beim Dings hin. Oh, Schallplatten. Da weiß ich noch nicht, wo ich die lassen soll. Die mache ich hier mal rein. Sowas hat ja heutzutage auch keine mehr, Schallplatten. Ich meine, gut, ich habe noch eine Schallplatte hier. Ich habe sogar eine Schallplatte hier, fällt mir ein, aber... Aber nur durch Zufall. Wo packe ich die Eimer rein? Die packe ich hier mit rein. Dann schreibe ich dort noch hin, dass ich da Verschiedenes noch mit drin habe. So. Dann weiß ich das wenigstens. Du hast ein Regal voll mit Schallplatten. Ich meine, gut, für Sammler ist das ja eigentlich... Ja, für Sammler ist das auch in Ordnung. Nur ich finde ein bisschen blöd, weil ich keinen Schallplattenspieler habe. Also keinen Plattenspieler, wo ich die halt abspielen kann. Weil die würde ich gerne mal anhören. Die habe ich noch nie gehört, die Schallplatte. Die habe ich mal bestellt gehabt, aber... Da dachte ich erst, das wäre eine CD gewesen, aber... Da habe ich mich wohl verlesen, einfach.
Da war das eine Schallplatte. So. Irgendwas wollte ich hier noch. Achso, das Holz wegbringen. Das wollte ich. So. Michi, die Folge ist ja auch bald wieder rum. Das. Mann, ich bin nächste Folge immer noch am Sortieren, der Tony-Vase. Mann, ich will nächste Folge mal was anderes machen. Mensch. Das finde ich ein bisschen ungeil. Wenn ich das mal so dezent anmerken darf. Muss den Boden noch fertig machen. Das gefällt mir hier auch noch. Hahaha. Gefällt mir da auch noch nicht. Dann hole ich das mal rein, das mal rein. Das kann ich auch noch mitnehmen. So. Ach, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was, eine goldene Schallplatte, Alter. Das ist krass. Also eine goldene Schallplatte hat nicht jeder. Also. Das ist schon nice. Ich will mal die Musik mal ein bisschen lauter machen. So. Ja, müsste eigentlich okay. Ja, könnte vielleicht noch ein bisschen lauter machen, aber mehr nicht. So. Nochmal an hier. Ja, so ist okay. So sollte es okay sein. Okay, was wollte ich noch wegmachen? Sattel und alles. Ja, verschiedene Sachen. Dann kann ich da auch noch reinzimmern hier. So. Dings habe ich auch noch. Da kann ich auch noch reinzimmern. Ja, als Rapper. Rapper gibt's auch genug. Rapper gibt's genug. Die gibt's wie Sand an Meer einfach nur. Ich meine, klar gibt's gute, aber das ist halt schwierig. Das ist extrem schwierig. Das ist ein bisschen zu das ist ein bisschen laut, ne? Muss ich mal so. 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 Redstone mache ich auch noch mal eine eigene. Da werden genug von finden. Ja, warte mal. So. So, Redstone. Ich überziehe schon wieder maßlos eigentlich. Aber das will man ja alles erledigt haben, bevor man da weggeht. Der Apfel, der kommt da vorne rein. So. Habe ich noch was zu essen hier? Nee. Aber Cola habe ich noch. Die Feuersteine zimmer ich auch mal rein. Okay. Sand. Die packe ich mir in die Sandkiste. Das andere, das kommt hier drin. Die Stickies, die können ja eigentlich da hinten wieder drin. Hier oben. So. So. Jetzt gehe ich mal pennen. Und während ich penne, kann ich ja abmoderieren. Das ist schon wieder 35 Minuten völlig übertrieben. So. Ja, was heißt völlig übertrieben? Wenn ich völlig übertreiben würde, würde der Part eine Stunde gehen. Aber das will ich ja nicht. So. So, dann würde ich erstmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit eurem Rontext.